Vier Verfahren zum Lösen quadratischer Gleichungen. Ja, zwei Teilaufgaben habe ich hier. Mal gucken, was da so passt. Wir nehmen erstmal die Teilaufgabe A und stellen fest, bei der Teilaufgabe A haben wir einen quadratischen Teil und einen linearen Teil. Ich würde auf jeden Fall erstmal diese 4x auf der rechten Seite rüberbringen. Mit dem Rechenauftrag minus 4x fallen die rechts weg und kommen links dazu. Und dann gucke ich mir das an und sage, okay, es fehlt hier ein konstanter Term. In beiden Summanden auf der linken Seite taucht mindestens ein x auf. Das heißt, ich würde hier ein x ausklammern. Die Ausklammerungsmethode, die ist schön leicht, denn ich kann hier einfach ein x rausziehen, mal, und dann x minus 2. Ich habe das hier quasi jetzt in Linearfaktoren zerlegt. Also hat folgenden Vorteil. Hier drauf kann man sich jetzt die Regel vom Nullprodukt anwenden. Bedeutet also, wenn bei einem Produkt zwei Faktoren sind, dieser Faktor und dieser Faktor, dann muss nur ein Faktor von beiden 0 werden, damit alles 0 wird. Okay, wann wird dieser Faktor 0? Der wird dann 0, wenn x gleich 0 ist. Also ist das meine erste Lösung. Und wann wird dieser Faktor 0? Naja, wenn x gleich 2 ist, weil 2 minus 2 0 ist. Das heißt, ich habe die Lösung x gleich 0 und x gleich 2. So, das sind die beiden Lösungen, die diese erste Gleichung hier exakt auflösen und quasi dann links und rechts vom Gleichheitszeichen dasselbe steht, wenn man die einsetzen würde. So, das sind die Lösungen. Dann die zweite Teilaufgabe. Hier taucht alles drin vor. Das ist sozusagen volles Set. Wir müssen erstmal umformen. Wir bringen die 25 auf die andere Seite mit minus 25, gucken uns das dann an und können jetzt entweder die PQ-Formel oder die ABC-Formel anwenden. Hier soll jetzt die PQ-Formel angewendet werden, weil diese Gleichung ja schon in Normalform hier steht. Also vor dem x² steht eine 1, die man nicht schreibt. Und wir haben hier unser p, können wir schon ablesen, ist minus 8 und unser q ist minus 9. So, das setzen wir ein. Minus 8 und minus 9 kommen jetzt in diese allgemeine Formel rein und das Ganze sieht dann so aus. Jetzt müssen wir ein bisschen zusammenfassen. Minus und Minus, das ist Plus. 8 halbe sind 4. In der Wurzel rechnen wir auch ein bisschen aus. 16 plus 9 sind 25. Wurzel aus 25 ist 5. Und weil das eine quadratische Gleichung ist, muss man am Ende positive und negative Ergebnisse aus dem Wurzelziehen zulassen. Und deswegen entstehen hier zwei Lösungen. Nämlich 4 plus 5 und 4 minus 5. Wir haben also die beiden Lösungen. x1 ist gleich 9 und x2 ist gleich minus 1.